Hallo, da bin ich wieder. Monja ist mein Name, falls du mich nicht kennst. Und ich sag dir heute mal, no, also ich verrate dir einfach 9 Tipps, wie du mit Menschen umgehst, die gerade jetzt im Internet sehr ungehobelt sich benehmen oder vielleicht richtig fiese Kommentare von sich geben. Und vielleicht hast du ja diese Situationen gar nicht nur im Internet, sondern auch sogar bei dir daheim oder im Umfeld oder so. Manchmal gibt es Menschen, die sind gefühlt ziemlich ungehobelt. Ich kenne dich, ja, alles klar, Steffi. Sehr cool, da freue ich mich, dass du mich kennst und dass du da bist. Genau, also, was ist der erste Tipp, wenn du solche, also, vielleicht kennst du diese. Danke dir. Vielleicht kennst du ja solche Situationen gar nicht, aber ehrlich gesagt, mir fällt es hier auf Facebook oder auch auf YouTube sehr, sehr krass auf. Und ich bin Gott sei Dank nicht die Geschädigte oder so, aber ich kriege das super krass mit, wie Menschen über andere Menschen, wow, Dinge schreiben und wie schnell so ein einfacher Kommentar sich hochkocht. Und von früher kenne ich das schon auch, aus dem normalen Leben, gar nicht aus dem Internet, aber manchmal wundere ich mich sehr. Naja, was ist der erste Tipp? Du kannst ja vielleicht unterscheiden zwischen konstruktiv gemeinter Hinterfragung, das wäre jo was Wertvolles. Also ich überlege mir immer, okay, was ist jetzt dort dran? Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, merkt man auch, ob es wirklich was Wertvolles ist oder ob es einfach nur eine gemeine Stichelei ist. Und ich arbeite ja mit Energie und deswegen spüre ich auch die Energie dahinter. Und vielleicht kannst du das auch spüren. Also manche Menschen fühlen sich ja super schnell angegriffen, dabei war es gar kein Angriff, sondern es war nur eine Nachfrage. Also es ist mir auch schon so gegangen, dass ich dann nachgefragt habe. Und mir gegenüber hätte das total gegen sich empfunden. Und dann habe ich gedacht, oh, vielleicht habe ich es einfach nur nicht gut verstanden oder vielleicht funktioniert mein Hirn einfach anders. Aber und dann frage ich halt gern noch, das finde ich einfach cool, ehrlich gesagt, dieses Nachfrage, habe ich es richtig verstanden, das? Und dann gar nicht jetzt irgendwie gestichelt. Und jetzt, also ihr findet im Internet, es gibt nichts Leichteres als nette Emojis dazu zu tun. Dann merkt man doch auch, dass es eine lieb gemeinte Frage ist. Aber, also ich würde immer erstmal noch, nee, erstmal gar nicht nur fokussieren, sondern erstmal unterscheide, ist es was Wertvolles für mich? Kann ich da was rausziehen? Oder war das jetzt einfach nur gestichelt oder gestänkert oder einfach nur, um irgendwie seiner Laune vielleicht Luft zu verschaffen? Und das zweite, der zweite Tipp ist, erlaubt dir einfach mal kurz, das habe ich schon ein bisschen angerissen, zu spüren, ob es, also du spürst ja selber, ist, hätte es überhaupt was mit dir zu tun, dann berührt es dich meistens nicht so sehr. Wenn es was mit dir zu tun hat, dann berührt es dich sehr natürlich, dann fühlst du dich betroffen und dann hast du vielleicht auch Selbstzweifel oder vielleicht ist du Tatsache noch eine Schwachstelle. Aber wenn es dich überhaupt nicht tangiert, wenn du überhaupt keine Gefühle dabei hast, dann ist es vielleicht auch gar nicht für dich gedacht oder dann bist du ja easy damit und dann kannst du ja drüber stehen. Aber wenn es was mit dir macht und wenn es dir Pi sagt und wenn es dir zwickt, dann ist es manchmal halt einfach auch eine Chance. Also ich sehe es ganz oft als Chance, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun und was darf ich daraus lernen? Das finde ich super, so als Frage für mich, okay, was hat es mit mir zu tun, was darf ich lernen? Und manchmal ist es echt so, dass ich dann denke, hä, das habe ich doch schon mal gehabt, und da habe ich doch schon einen Haken dran, wieso kommt es jetzt nochmal? Und eine Woche später oder vielleicht 2 Tage später kommt genau das im Coaching nochmal und ich denke nur so, alles klar, das habe ich gerade gar nicht für mich speziell, sondern ich darf gerade wieder dieses Gefühl nochmal teilen oder einfach nochmal kurz nachempfinden, wie die Person vor mir sich gerade fühlt. Also einfach gucke, das wäre Tipp 2, check die Lage. Ist da was für dich drin? Kannst du da nochmal genauer hingucken? Und da finde ich, ja, ist das größte Geschenk eigentlich, wenn es dich triggert. Dann kannst du nochmal gucken, ey,
wo bin ich noch nicht ganz drüber, ne? Der dritte Tipp ist, sieh es doch einfach als Kompliment. Also in dem Fall bist du ja einfach spannender als das Leben von der Person, die dich hier gerade angreift. Also scheinbar ist dein Leben oder das, was du tust oder das, was du sagst oder was du postest oder vielleicht im Live machst oder so wie jetzt hier, scheint wohl interessanter zu sein als das eigene Leben von dieser Person, die dir vielleicht gerade angreifen will oder die vielleicht nicht so nett sich äußert über dich oder über deine Inhalte oder was auch immer das jetzt gerade in deinem Fall ist. Also sieh es als Kompliment. Viertens, sieh es als Zeichen von Erfolg. Also wenn du jetzt das so wie ihr vielleicht Coach bist, oder du hast vielleicht ein Produkt, was du verkaufen willst. Und dann ist ja die Ziel, dass du vielleicht mehr Reichweite hast. Und dann kannst du es doch als Erfolg sehen, weil wenn du jetzt hier Kommentare hast, die vielleicht auch nicht so cool sind, dann bedeutet es ja nur, dass du schon sichtbar bist. Also oft ist es halt einfach so, dass wenn du sichtbar wirst, dann gibt es einfach beides. Es gibt die coole Kommentare und es gibt halt manchmal auch die nicht so coole. Und ich weiß gar nicht, ist es glaube Tobi Beck oder irgendjemand so vor diese Trainer, der sagt immer, es gibt immer so Bekloppte, wo die dünn sogar Biene Maya dislike. Also es gibt Menschen, die dünn Biene Maya einen Daumen nach unten gehen und dünn irgendwie blöde Kommentare schreiben. Also und dann nimm es einfach als Zeichen für deinen Erfolg. Du bist schon so bekannt, dass es halt beides gibt. Und oft ist es ja so, dass wir uns fokussieren auf diese eine doofe Antwort oder auf dieses eine doofe Kommentar, anstatt über die viele, viele positive. Aber ich weiß schon selber, ja, manchmal darf man einfach den Fokus dann wieder abziehen. Dann der nächste Tipp ist, hab Mitgefühl und vielleicht kennst du es noch oder von früher, dass du vielleicht auch mal neidisch warst auf andere Menschen oder dass du halt dieses Neidgefühl mal gespürt hast. Und ja, wenn du das kennst, dann weißt du vielleicht, dass das eigentlich gar nicht so ein schönes Gefühl ist und gar kein schöner Ort und dass man du eigentlich gar nicht gern sie will und dann hilft mir es einfach, wenn ich Mitgefühl habe, weil die Person, die befindet sich ja selber gerade im dooferen Zustand als ich. Und eigentlich sagt man ja eigentlich nicht, gell? Also ich denke, jeder Mensch ist liebenswert, auch wenn er sich halt gerade vielleicht nicht so dennoch verhaltet. Also es gibt halt einfach Gründe, warum Menschen so sind, wie sie sind. Und wenn jetzt jemand so krasse Kommentare irgendwo drunter schreibt, wie die, die ich zurzeit so am Lesen, also zum Glück nicht unter meinem Dinge bis jetzt, aber ich überlege mir immer, oh meine Güte, was ist dieser Person widerfahren, dass die so verbittert ist? Und aus dieser Arbeit, die ich hier mit meinen Klienten mache, weiß ich, dass es immer Gründe gibt, warum Menschen so ticke, wie sie ticke. Und da habe ich immer ganz krass Mitgefühl. Also vielleicht ist das ein Tipp für dich, Mitgefühl. Und dann gibt es noch der nächste Tipp, der ist, also es ist ziemlich große, ja, also es ist einfach, kann man auf verschiedene Seiten einfach betrachten. Wenn du nicht reagierst, also wenn du keine Reaktion zeigst, dann ist es im ersten Fall, jo, also das ist das, was die Person eigentlich nicht will. Die will ja deine Reaktion haben. Wenn du jetzt nicht reagierst, dann ist ja ihr Kommentar voll ins Leere gelaufen und dann hätte dieser Kommentar kein Boden. Also du gibst diesem ganzen Kommentar oder was du so dieser Energie keine Aufmerksamkeit und es schießt einfach so an dir vorbei. Das wäre natürlich die allergrößte Strafe vor dieser Person. Das wäre schon krass. Aber cool, ne? Also wenn du einfach mal keine Reaktion zeigst, dann ist es der Pfeil an dir vorbeigeschossen.
Was halt aber auch möglich ist dass du energetisch eben dich nicht auf dieses Niveau herablösch, ich wenn blöd, dass du dich auf dieses Niveau begibst, dass du halt mit dieser, also ist ja eine Kackenergie eher, und wenn du jetzt auch mit einer Kackenergie drauf reagierst, dann ist es ja nicht das, was du eigentlich willst. Du willst ja in einer höheren Energie sein, und das ist das Zweite, warum du eigentlich nicht reagieren solltest. Und dann gibt es noch einen Grund, warum du nicht reagieren solltest, und zwar. Weißt du, wenn du jetzt reagierst, dann verstärkst du jo dem anderen sie Verhalten noch. Das heißt, es heizt den richtig auf und an und ja und dann hin und her und hin und her. Und das ist so, ich stelle mir das immer vor, früher war es dann halt so, dann hätte man sich halt fetzt, so als Kinder, so in den Arm fetzt. Und dann war der eine sauer und dann hätte er dem einen Zockschlag, und dann war es vielleicht ein Fußtritt. Und also ich denke dann immer, hey, wie lange soll das noch gehen, bis einer irgendwie tot am Boden liegt? Also wie lange will man das betreiben? Und es ist einfach eine Kackenergie. Und eben wenn du reagierst, schickst du viel Energie und Aufmerksamkeit hin, was dem natürlich wieder Nährboden gibt. Und weder mehr Aufmerksamkeit, also stell dir mal vor, mir gern jetzt diese negative Dinge keine Aufmerksamkeit mehr, dann werde die das auch irgendwann, wenn mir das Ali nicht machen würde, wenn Ali nicht mehr über diese negative Dinge nicht mehr reagieren würde, dann würde es das gar nicht mehr gehen, weil die merke, jetzt habe ich gar keine Aufmerksamkeit mehr. Dann schriebe die Lippe was Nettes und dann hätten sie diese Aufmerksamkeit. Also wenn mir das Ali konsequent machen würde, wäre ja schon cool. Genau, dann haben wir noch einen Punkt. Wenn du denn jetzt unbedingt was antworten willst, dann wäre es cool, wenn du wirklich aus tiefstem Herzen reagierst und dann halt auch, also in meinem Fall wäre das jetzt immer herzlich, oder vielleicht, wenn du jetzt nicht herzlich schicken willst, dann könntest du ja auch irgendwelche Blümchen oder irgendwas Nettes halt drunter setzen. Aber ich finde halt, es darf auch aufrichtig sein, aufrichtig sein. Aufrecht? Aufrichtig. Ich glaube aufrichtig. Und manchmal ist es aber dann schon so, wenn du wirklich aufrichtig jetzt mit Herzen reagierst oder liebevoll oder einfach trotzdem bei dir bleibst und ganz sachlich oder eben nett und liebevoll bleibst, dann ist es halt für echt die Hater manchmal wie so. Dann könnte die vielleicht manchmal sogar noch schlimmer austicken. Weil die natürlich auch was anderes wenn. Die wenn mehr Aufmerksamkeit, die wenn mehr noch mehr Trieschlage. Und wenn du jetzt das Gegenteil machst, dann ist es natürlich nicht das, was die gern hätte. Und dann haben wir noch einen Punkt. Du konzentrierst dich einfach auf die Botschaft. Also, mal schnell. Okay, hier. Jetzt. Also, konzentriert auf deine Botschaft. Was willst du sagen? Was willst du tun? Was war das, was du nach außen gebracht hast, wenn denn hier jetzt irgendein Kommentar unter deinem Post oder Foto oder Live-Video oder was auch immer ist? Was wolltest du damit transportieren? Und ist es wirklich wichtig, dass du jedem gefällst? Also, müsste es wirklich jedem gefallen? Es ist halt manchmal so, wenn du dir für irgendwas Spezielles positionierst oder wenn du deine Meinung äußerst, kann es halt einfach sein, dass jemand anders eine andere Meinung hat. Ist es wirklich wichtig, dass jeder deiner Meinung ist? Konzentrier dich auf das, was du sagen willst, konzentrier dich auf das, was du erreichen willst. Und manchmal finde ich so dieses Kämpfe ums Recht. Also, das wäre. Punkt Nummer 10, lass es einfach. Kämpfe ums Recht, das bringt dir gar nichts. Ich habe schon Dinge einfach beendet und habe viel Geld einfach zahlt, damit ich meine Ruhe habe und habe denkt, ja, dann hast du halt recht und ich zahle das jetzt und fertig. Und ich war dann frei. Also ich bin dann easy, ich bin frei, aber die Person war halt dann nicht frei. Also fokussiert dich wirklich, konzentriert auf das, was du wirklich sagen willst, das, was du tun willst, das, was du erreichen willst, und lass die andere Person halt ihr Ding
mache, wenn sie dann meint, es ist so besser für sie oder für wen auch immer. Und dann der letzte Tipp, Nummer 9, oder das wäre jetzt dann quasi schon 10. Sei einfach du selber. Sei du selber und sei du das Vorbild. Also versprüh du tiefe Liebe, versprüh du coole Energie, versprüh du Wertschätzung, Anerkennung, tiefe Liebe, Dankbarkeit. Versprüh du das, was du gern hättest in dieser Welt. Ja! Schickt Steffi doch schon 1000 Herzen. Genau, sei du die Energie, die du dort sehen willst. Also, und weiß ich nicht, ob es bei mir dran liegt, dass ich vielleicht noch zu wenig Reichweite habe, dass ich solche Kommentare gar nicht oder selten, nee, bis jetzt noch gar nicht habe. Na doch, ich habe auch schon mal einen K, aber eben, ich nehme es mir gar nicht so zu Herzen. Und jeder darf halt auch seine Meinung haben. Also mir ist es okay, wenn jeder seine Meinung hätte, jetzt gerade zu diesem ganzen C-Thema hier, dass jeder hätte seine Meinung und das ist okay. Also ich fühle mich dadurch nicht angegriffen. Aber das ist das, was ich vorher gemeint habe. Trifft der Pfeil dich oder schießt er an dir vorbei, dann ist es ungünstig. Ne? So, das wäre meine 10 Tipps sind es dann doch jetzt geworden. Ich hoffe, dass du was damit anfangen kannst. Wenn du was damit anfangen kannst und wenn du Menschen kennst, die dort damit gerade Sorge haben, dann klick hier unten einfach auf diesen Button mit Tö und Eilen und gib es einfach wieder an die Menschen, die es wirklich buchen können. Also gerade jetzt zur Zeit können das Coaches, Trainer und Berater sehr gut brauchen. Ich lese manchmal die irrste Sache. Aber auch jetzt gerade mit dem C-Thema Menschen, die vielleicht nicht so ganz, wie sagt man, regierungskonform sind oder massenkonform oder wie soll man das nennen, Mainstream-medienkonform, die werden sofort angegriffen. Also egal, wenn jemand irgendwie auch in so, also es gibt hier auf Facebook eine Gruppe von Shopfam und es heißt schon so, wir lieben und so. Und da sind manchmal Kommentare, wo ich denke so, wow, Baby. Kannst du das nicht mal zusammenreißen? Und wenn ich dann reagiere, reagiere gar nicht so oft auf diese Dinge, weil mich betrifft es ja gar nicht wirklich, aber manchmal denke ich, könnt ihr einfach nur mal diese Liebe versprühen. Und dann kommt meistens auch nichts mehr danach. Aber wie die so untereinander sind und meine Güte. Und ich habe auch schon eben die Erfahrung gemacht im echten Leben, aber weniger, muss ich sagen. Also ich erlebe das jetzt so im Internet wesentlich krasser wie im echten Leben. Und jetzt ist einfach die Frage, wie ist das bei dir? Wie machst du das? Und die Frage ist auch, hilft es dir? Helfe dir diese 10 Tipps? Und lass mir doch gerne hier, wenn du es auch im Nachgang guckst, gerne einen Kommentar, was dein bester Tipp jetzt gerade ist. Was nimmst du als bester Tipp hier raus und was würdest du als nächstes für dich ausprobieren oder anwenden? Das würde mich interessieren. Und ansonsten weißt du, jo, es ist gerade die heiße Phase hier für das Mastermind-Coaching angstfrei und glücklich. Und es läuft jetzt noch bis 20., also bis am Donnerstag. Kannst du das noch buchen, wenn du dabei sein willst? Und wenn, dann gib mal Vollgas, weil am 21., also am 20. starte mir dann direkt los. Juhu, ich freue mich schon mega und es wird wieder echt cool. Und jetzt wünsche ich euch allen eine wunderschöne Oben. Ich gehe jetzt Yoga machen. Und Steffi, danke, dass du zugeguckt hast und dass du mir ganz viele Herzen geschickt hast. Und mir mache schon mal vor, wie es geht, Liebe zu senden und diese Energie zu versprühen, die wir gerne hätten. So, alles Liebe. Ciao, ciao. Tschüss.